So, sind wir fertig für eine weite Tour. Der Rucksack wiegt 9,97 Kilo. 3 Liter Wasser, ein zweiter Akku, Protektoren, Kleidung. Naja, das ist dann in Summe doch ganz schön schwer. Gut, hab. Tini, komm! Tini, hier geht's lang. Na, wie kommt man da rauf? Na, da ist viel zu steil. Ach je. Na, bumm. So, langsam. Brrr, kalt. 10 Grad hat's. Und oben in 2000 Meter Höhe wird's nicht viel wärmer sein, eher kälter. Und dazu noch ein ordentlicher Wind. Nase weg. So. Boah, mit dem Drüsenschwammerl. Wahnsinn, da ist alles voll mit Pilzen. Ja, ich habe sehr viel gefrühstückt. Da drückt es ein bisschen im Bauch. Momentan ist mir noch kalt, aber es geht hier ordentlich steil bergauf. Wird mir gleich warm werden. Ja, geht gut heute. Das letzte Mal war hier alles nass. Die Wurzel entsprechend rutschig. Tini, wo hast du mich hingeführt? Also Tinis Weg war nicht sehr gut. Mal da mal wieder rüberschauen. Tini, komm zu mir. Sind wir wieder am offiziellen Weg.
falsch, Tini, komm. Komm, Tini, nein, hier geht's lang. Ah ja, hier die Quelle. Komm her, Tini. Schau mal, trinke ein bisschen was. Das letzte Wasser, da, schau, Wasser. Das letzte Wasser für länger. Na gut, trink, Tini. Tini, Wasser. So, ab hier ist es, glaube ich, wieder einfacher zu fahren. So, ich habe so viel gefrühstückt. Das will jetzt wieder hoch. Bauch ist einfach zu voll. Aber für die Tour brauche ich jede Menge Energie. Zwei vollgeladene 500 Watt Akkus und jede Menge Müsli und gebratene Eier im Bauch. Ja, auch wenn es hier nicht so ausschaut, aber da geht es ordentlich bergauf. Ui. Grüß dich. Servus. Ist Paul und Freier? Ja. Boah, nicht leicht. Ja, der Weg ist eine einzige Balanceübung. Boah. Runter ist sowas recht leicht zu fahren, aber rauf. Rauf muss man sich da schon sehr konzentrieren. Thank you.
Stückchen zum Verschnaufen. Wieder ein sehr steiles Stück, aber technisch einfach, weil nur geradeaus ohne große Wurzeln und Felsen. Wenn ich mich recht erinnere, aber dafür sehr steil. Schon sehr weit nach vorn mit dem Oberkörper. Locker. Akku sparen. Wow, das sind riesen Ameisenhaufen. Dieser Wanderweg ist extrem wenig begangen und ja, der droht zuzuwachsen. Also wäre gut, wenn der öfter genutzt wird, egal ob mit Fahrrad oder per Pedes. Ja. Leider ein Stück vor Straße, aber gleich dort vorne geht es wieder in einen Single Trail rein. So, und da sind wir schon wieder auf einem Wanderweg. Leicht zu fahren. Tini, langsam. Ah, na, da sind wir noch nicht. Das kommt erst später. So, das war mal früher ein schöner Wanderweg. Jetzt ist es eine grausliche Traktorspur. Aber daher durchaus einfach zu befahren. Wenn es sehr nass ist, ist das hier
sicher eine ordentliche Gatsch Partie. So, und hier kommt dann irgendwo eine Abzweigung, die man sehr schwer sieht. Unter Umständen wäre das da jetzt schon links reingegangen. Naja, mal auf die Karte schauen. Naja, jetzt schon wieder. Ah, hier, okay. So, also das ist jetzt wirklich ein Single Trail. Das tut man sich schon als Single schwer, hier zu fahren. Da hat daneben wirklich keiner mehr Platz. Ah ja, und jetzt kommt der schöne dunkle Wald. Und vor allem der Weg ist auch so schön. Aber sehr finster hier. Tini, langsam. Naja, das letzte Mal habe ich beim Zurückfahren diese Abzweigung nicht mehr gefunden. Muss ich mir das genau anschauen. Tini, langsam! Okay, das sieht man wirklich schlecht. Hier hinein. Ja, bin da glaube ich gerade weiter. Sicher darauf, ja. Stimmt sogar. Tini ist meine Pfadfinderin. Super. Naja, und das meiste hier ist eben so steil, dass man es mit der ersten fährt. Und ich habe die spezielle EX1 Schaltung von SRAM, die eigens für Elektro-Mountainbikes konzipiert ist. Und das Besondere ist unter anderem laut SRAM, dass sie aus gehärtetem Werkzeugstahl gefertigt ist, damit sie die hohen Belastungen beim E-Mountainbiken lange übersteht. Und jetzt hat sich herausgestellt, das größte Kettenblatt, also für den ersten Gang, ist aus Aluminium. Naja, und das war bei mir innerhalb kürzester Zeit durch, völlig verformt, weil ich halt viele
steile Sachen rauffahre. Und ja, volle Kundentäuschung. Bei allen anderen Kassetten schreiben sie genau, was ist das? Dieses Zahnrad ist aus Alu, dieses aus Stahl, das aus Titan. Bei der X1 haben sie angegeben, alles aus Werkzeugstahl, was aber nicht stimmt. Und es gibt auch keine X1 Kassette, wo alles aus Werkzeugstahl ist. Es gibt nur diese eine Version mit dem größten Kettenblatt aus Alu. Steil, steil. Naja, da ist der Weg wieder zerstört worden mit schwerem Gerät. Schade drum. Also ohne Motor könnte man da alles nur schieben. Selbst mit sehr guter Kondition wäre das zu steil. Zumindest kenne ich niemanden, der das durchfahren könnte. Ja, wir sind noch am Wanderweg. Okay, die Abzweigung habe ich das letzte Mal auch übersehen. Bin ich hier vorbeigerauscht. Na, da hat das Wasser ganz schön gewütet. Aber eh klar, wenn man die Wege so steil anlegt, dann schießt das Wasser runter und wäscht alles aus. Aber da die meisten Waldwege mit Steuergeldern zumindest mitfinanziert sind, wird das sicher bald wieder schön ausgebessert. Bis zum nächsten Gewitterregen. Weil die Jäger müssen ja zu ihren Schießtürmen mit dem Auto gemütlich hinkommen. Jetzt geht es wieder sehr steil bergauf. Also jetzt habe ich schon zwei Punkte verfahren innerhalb nicht einmal einer Stunde. Wow, was eingefangen, Scheiße. Ich glaube, da müssen wir recht. Jetzt schaue ich noch einmal auf die Karte. Genau. Und da rechts. An sich war ja Sonne bis zum Nachmittag vorhergesagt. Aber es ist ordentlich zugezogen. Oben werde ich dann wahrscheinlich in den Wolken sein, wenn es sich nicht verzieht.
Okay. Na, rechts, den ich auch hier. Schon Trail-Technik. Damit man da nicht absteigen muss. Boah, es ist so kalt. Ich glaube, ich ziehe mir meine Protektoren bald an. Okay, jetzt ein Stückchen Forststraße, leider Gottes. Aber ich glaube, wir zweigen da gleich wieder in einen Wanderweg hinein. Ah ja, da vorne ist schon wieder die nächste Markierung. Ah, gar nicht leicht hier mit den dicken Brocken. Da hinein. Also ich ziehe mir jetzt meine Schützer an. Mir ist zu kalt. So, weiter geht's. Ja. So, jetzt habe ich mir die Protektoren angezogen, weil mir kalt war. Der Rucksack ist jetzt auch nicht mehr so ganz frei. Liegt angenehmer am Rücken. Ist das schön hier? Uiuiui. Die Taube hätte ich mir nicht nehmen sollen, weil wenn es oben so stürmt, bei 5 Grad Celsius oder so, werde ich frieren.
Ich will überholen. Boah, es ist saukalt. Gestern war es schön warm, gestern war ich Kitesurfen. Da habe ich nicht gefroren. Ah, da, die nehme ich einmal. Ei, ei, ei. Ah, da kommen wir nicht durch. Eine Lichtung. Yeah. Ja, meistens bin ich der Teenie einfach zu langsam, selbst mit Motor. Früher bin ich viel mit dem Einrad gefahren im Gebirge. Na, da war ich natürlich noch viel mehr zu langsam. Man hier sehr vorsichtig fahren, weil da liegen dann immer wieder Hindernisse am Boden, teilweise unterm Gras. So, wo ist der Weg? Stunde 15 Minuten sind wir unterwegs. Das letzte Mal hatte ich 7 Stunden gebraucht für die Tour. Aber da habe ich auch fotografiert und ein bisschen navigiert. Ah. Da wird das Rad schön gebürstet. So gefallen mir die Wege eng und steil. Und technisch. Und abschüssig. Nö, zu steil. Ja,
Ja, kann man teilweise gar nicht mehr treten, da muss man ratschen. Antenne, hier geht's lang. Scheiße. Beinahe. So, naja, herrlich. Also diese Tour bietet fast 40 Kilometer Single Trails. Großteils flowig, aber auch technisch richtig anspruchsvoll. Genau so, wie ich es mag. Interessant, also der Druckpunkt der Bremse wandert schon wieder sehr stark.
immer wenn ich weit hinauf fahre, also viele Höhenmeter mache, dann wandert der Druckpunkt nach außen. So. Kleines Stückchen Straße, aber schon wieder vorbei. Wo geht's da jetzt lang? Ah ja, genau. Kann ich mich schon wieder erinnern, die Wiese muss man queren. Da war im Sommer auch schon das Gras sehr hoch. Ah, irgendwie bin ich heute ein bisschen verkühlt. Im Sommer war das Gras lästiger. Hast du in die Scheiße gefahren? Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich asymmetrisch auf den Pedalen stehe. Und zwar rechts stehe ich weiter vorne drauf, sprich das Pedal ist weiter hinten am Schuh. Ich muss ein bisschen darauf aufpassen, dass ich wieder symmetrisch mich hinstelle. Ich habe es nämlich gesehen, weil ich mir die Sohle meiner Schuhe angeschaut habe und die ist asymmetrisch abgenutzt. Jetzt habe ich richtig Schnupfen und so Hals geschwollen leicht. So. Muss sie gleich wieder überholen. Falsch. Ja, zieh nicht einmal. Da geht's lang. Na, hier ist wieder schön flowig. Bisschen wurzelig. Hahn ist am Baum gesessen. Ja, und so fährt man praktisch immer am Bergrücken von Berg zu Berg und dabei langsam immer höher, bis man dann im alpinen Bereich ist und auf der Alm fährt in 2000 Meter Höhe. Boah, Scheiße.
Ja, ich glaube, da schiebe ich lieber, oder? Das ist auch ganz gatschig. Ach, geht schon. Oh, oh. Richtiges Moor hier. Dieser morastige Boden bremst ordentlich. Es geht dann nur leicht bergauf, aber trotzdem muss ich stark treten. Boah. Also das war hier nicht so nass im Sommer. Dem Morast sind wir entkommen. Und jetzt geht es gleich ein Stückchen auf einer Forstautobahn und dann wieder in einen Simultrail. So, ein kleines Stück Forstautobahn inklusive Schießbude. Ist ja doch eine Quelle. Komm, Tini, trink. Tini, Wasser trinken. Trink ein bisschen Wasser. Na komm. So, nur noch 2 Punkte habe ich im Akku von 5. Aber das letzte Mal ist es gut ausgegangen. Oh, da oben ist eine Markierung. Aber wo ist da der Weg? So, die nächste Schießbude. Ah. Wo ist da an der Weg? Ich glaube, der verläuft da parallel rechts von mir. Gemein. Gleich noch eine Wurzel dahinter. Ja, und diese Wanderwege hier, die sind fast nie begangen, weil da weit und breit keine Hütte ist oder irgendein für Wanderer interessantes Ziel. Also ich bin da noch nie jemandem begegnet. Herrlich, wie das Grün vom Moos richtig leuchtet. Wieder ganz schön steil. So, und jetzt fahren wir hinauf zum Schoberstein. Aha, okay, und haben da die Straße abgeschnitten.
Komm. Na, ich fahre hier hin. Weil da oben gibt es einen anderen Weg, den wir rauf können. Naja, ganz schön. Wow. War nicht einmal so steil, aber weil der so verblockt ist, anstrengend. Ja. Ah, da ist er schon wieder lieblicher. Kurze Zeit im Turbo-Modus zum Verschnaufen. So, geht's wieder. Wenn man fest reintritt, ist eh kein Unterschied zwischen Turbo- und E-MTB-Modus. Dort hin, langsam, Straße. Tini. Genau, brav. Gut. Ja. Gleich markiert. Aus. Na, wir kehren nicht ein, komm. Wir fahren gleich weiter. Oh, es ist schon richtig. Ein Hauch von Winter. Naja, hier beginnt jetzt der Wind. Und da oben sind wir dann wirklich in den Wolken. Also beim nächsten windgeschützten Platz ziehe ich mir jetzt alles an, was ich habe. Trotz des steilen Rauffahrens ist mir nicht heiß. Naja, und das da hinten ist die Schneealpe. Aber die ist auch in Wolken leider. Ja, so sind die Höhenmeter natürlich billig zum Rauffahren auf der Forststraße. Aber es geht dann bald wieder sehr technisch weiter. So, also das letzte Mal bin ich da links diesen Weg hinauf. Runter geht er zum Fahren, rauf ist er aber zu schwierig. Jetzt probiere ich da ein Stück nach vor und da müsste dann schon die Alm beginnen. Und dann versuche ich einfach auf der Alm wieder Richtung Weg zu fahren. Naja, die Kühe dürften schon abgetrieben sein ins Tal, weil das Gatter ist zu bzw. ist gar nicht mehr da. Das haben sie mitgenommen, komisch. Tja, also das schaut hier sehr nach steiler Böschung aus. Auch nicht so einfach darauf zu kommen. Scheiße. Und da geht's wieder bergab. Naja, will ich mich da hinaufquälen mit dem schweren Radl. Ui.
Also am Satellitenbild hat es einfach ausgeschaut. Sieht man nicht, wie steil das da ist. Aber hier, glaube ich, kann ich schon wieder fahren. Und da vorne ist schon der Weg. So, da ist jetzt Wind geschützt. Jetzt ziehe ich mir alles an, was ich habe. Na dumm. Ein schöner Schlitz hier im Reifen. Auf muss ich und dann nach rechts. Und dann bin ich im Nebel. Okay, Tini, komm. So, jetzt haben wir leider einen leichten Nieselregen. Ich hoffe, das Wetter wird besser, weil technisch ist das dann recht anspruchsvoll und wenn die Wege nass sind, dann, ja, glaube ich, kann man das vergessen. So, da haben die Kühe ganz schöne Spuren hinterlassen. Was das Fahren nicht einfach macht. Aber da geht's jetzt gut. Da vorne bin ich dann schon wieder am Weg. Moin. Brauch kürzere Kurbeln. Uah. Ah, anstrengend. Ah, da sind wir jetzt über der Felswand, die wir von unten gesehen hatten. Durch den leichten Nieselregen ist die Scheibe feucht und quietscht. Ja, da führt der Weg hier nahe am Abgrund vorbei. Da links von mir sind gleich die Felswände. Bin gespannt, ob oben noch ein bisschen Schnee ist, weil es hat ja schon fest geschneit. Komm, Tini. Scheppert. Boah. Boah. Nicht leicht hier. So, ich sehe gerade, ich habe nur noch einen Punkt. Werde ich mal den Akku tauschen und mir diesen einen als Reserve aufbewahren. Schluss auf der anderen Seite. So. Ja.
damit sogar Wanderer. Na, Masi, wer kommt denn da, hä? Kommt da jemand? Ja, wer kommt da? Süß, wie sie schaut. So süß. Kleine Schnucki. Geht schon, danke. Ja, bloß. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob es gehen würde, aber. Ja. Aber ohne Akku. Ja, also ich bin von Neuberg aus raufgefahren. Und das sind teilweise wirklich extrem steile Passagen. Ich glaube, das kann man nicht fahren. Aber. Bergab würde ich Spaß machen. Ja, bergab ist super. Aber mit dem Rad komme ich praktisch überall rauf. Auch wenn es wirklich teilweise dann schon an der Grenze ist. Wird das Wetter besser? Oder? Ja, es soll eher schlechter werden. Vorhergesagt war am Vormittag schön, Sonne und erst am Nachmittag dann Wolken mit ein paar Regenschauern. Okay. Dürfte ein bisschen früher kommen. Geht oben ein sehr starker Wind? Eigentlich nicht. Okay, sehr gut, ja. Nur hier in Sattel. Okay. Ja, danke, euch auch. Euch. Oi, da haben die Kühe das ordentlich kaputt gemacht. Im Sommer war das hier schön trocken. Oh, jetzt ist mir eher heiß, was ein kleiner Fließpulli gleich ausmacht. Ja, an sich könnte ich den Zweitakku da jetzt irgendwo deponieren. Da komme ich ja wieder vorbei. Aber ich habe Sorge, dass ich den dann vielleicht liegen lasse. So, eine gemeine Wurzel. Boah, rutschig. Boah, Scheiße.
Boah. Und da ist jetzt natürlich der E-Mountainbike-Modus super, wenn man die Kraft besser dosieren kann. Eine gute Gleichgewichtsübung. Grüß dich. Ja, sie muss immer warten auf mich, ich bin zu langsam. Servus. Tini, langsam. Ich bin halt nicht so schnell wie du. Ich bin auch schon älter als du. Also nimm Rücksicht und warte. Uah! Ich brauche kürzere Kurbel. Ja, die Kühe haben das hier ein bisschen zerstört. Es werden halt doch ein paar hundert Kühe sein, die da drüber gelatscht sind. Mit ihren 600 Kilo und recht kleinen Füßen. Ja, jawohl. Und da geht es jetzt ganz gut zu fahren. Aber mir ist jetzt ordentlich heiß, weil es ist hier windgeschützt. Und sehr anstrengend zu fahren. Ah. Entsprechend viel Abwärme produziert der Körper. Thank you.
ist. Es nieselt da hin und dadurch recht rutschig alles. Bisschen Turbo-Modus zum Verschnaufen in den flachen Stückerl. Verdammte Rindsviecher. Gut. Na, jetzt, wo es so kühl ist, hat sie deutlich weniger Durst als im Sommer. Ah, endlich wieder Wind. Okay. So, jetzt wird es dann wieder windig. Eh gut, weil mir ist schon heiß. Da hat es gebrannt. Wahrscheinlich Blitzschlag. Oder ein
nikotinsüchtiger Wanderer mit seiner Zigarette. No, gar keine Wegmarkierung. Na, sind wir da noch richtig, Tini? Ah, zum Glück gibt es GPS, sonst müsste ich mir schon Sorgen machen. Na, das schaut hier aus wie eine Markierung, ist auch eine. Oh, nicht schlecht, da mit dem Traktor die Alm hinauf. So, hinauf, nämlich da die Straße, hinunter dann einen schönen Wanderweg. Außerdem haben sie da ganz frisch eine fette Straße hinaufgebaut. Auf meinen Karten, selbst den Online-Karten, ist die noch gar nicht eingezeichnet. Ich glaube, ich werde krank, ich spüre es voll im Hals. Ja, irgendwo von da komme ich dann runter. Ah, hier, ja, ist der Weg. So. Also im Winter muss da ganz schönes Glatteis sein, so wie hier gestreut wird. Also ich spüre meinen gestrigen Tag noch ganz schön in den Beinen. 100 Kilometer Kite gesurft über den gesamten Neusiedler See. Vom nördlichsten Teil bis ganz hinauf nach Ungarn und dann jede Ortschaft abgeklappert. Das war dann auch recht anstrengend. Schön grober Schotter. Oh, da tut sich sogar die Tini schwer, da zu laufen. Und das will was heißen, weil das ist wirklich geländegängig. Oh, das ist ein grober Schotter und auch ganz schön steil. Also ohne Motor wäre das ein ziemlicher Krampf, darauf zu fahren. Ah, und der erste Schnee. Kann ich die Reifen säubern. Naja, dafür, dass es schon eine Zeit lang her ist, dass es hier zuletzt geschneit hat, liegt da doch noch ganz schön viel. Da wird wohl der Weg hier völlig zugeschneit gewesen sein.
Naja, das hat jetzt hier schon einen recht winterlichen Charakter. Na servus, so viel Schnee. Da bleibt das Radl gleich stehen, obwohl es ganz schief dasteht. Na Tini, endlich wieder Schnee fressen, ha? Erste Mal seit Monaten im Schnee. So, da sind wir bei der Almhütte. Da hatte ich das letzte Mal eine Pause gemacht. Aber heute habe ich irgendwie überhaupt keinen Hunger. Habe so viel in der Früh gegessen. Na, fahren wir gleich weiter. Vielleicht wieder am Rückweg. Nur die Frage, wo da der Weg weitergeht. Also die Luftfeuchtigkeit ist jetzt so hoch, dass das Wasser bei mir auf der Brille und überall kondensiert. Deshalb sehe ich momentan fast nichts. Weil ich die Brille putzen müssen. Platz für die Kurve. Jawohl. Yep. So, mein rechtes Brillenglas ist schon wieder voller Wassertropfen, Kondenswasser. Sehe ich nichts mehr rechts. Kann man gleich die Entfernungen nicht mehr abschätzen. Voll arg, wenn man nur zweidimensional sieht. Da am Weg ist jetzt ein riesen Steinehaufen unfahrbar. Deshalb bin ich das, glaube ich, das letzte Mal habe ich das umfahren. Ach, das Brillenglas ist schon wieder zu. Thank you.
Bei dir, Tini, da kondensiert auch schon das Wasser. Um deinen Hahn. So, was ich da alles mit habe an Akkus fürs Handy zum Nachladen, weil ich ja damit navigiere, wenn es finster wird, für die Lampe. 4 Akkus für die GoPro und den fetten Akku fürs Fahrrad. Jetzt haben wir genug Strom mit. So, also der Weg sollte rechts von mir sein. Vorne ist ein Steinmännchen. Das könnte der Weg sein. Ah, nein, ist nur ein Felsen. Jetzt auch wieder felsig. Ja, nach rechts. Es ist ja ganz schön hell, als ob die Sonne bald rauskommt. Wo ist der Weg? Möglicherweise bin ich jetzt am Weg. Wow, ich bin ein... Was ist das? Ein Schneefeld. Bumm. Sehr was. Gut, muss ich wandern. Ich würde es da weiter rechts probieren. Da ist weniger Schnee. Bleib gleich da unten hängen. So, das Schneefeld habe ich geschafft. Bin ich hier praktisch ohne Schnee raufgekommen. Eine winzige schneefreie Lücke, weil hier ist alles eingeschneit und hier auch. So, wieder Navi einschalten. Gut. Na, also ich glaube, der Gipfel ist nicht mehr fern. Thank you.
Oh, ja, ja. Strengend. Boom. So, jetzt ist der Gipfel aber gleich da. Nein, 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 Tini, sind überall Felswände. Und da bleiben. Gut. Eieiei. Ja, heuer ist der Schnee sehr früh gekommen. Oh, ich bin voll müde. Gestern den ganzen Tag Kitesurfen, das war anstrengend. Tini, hier! Hopp, hopp! Rüber. So. Okay. Grüß dich. Na, ist ja doch jemand auf der Feitsch. Tini, bleib da. Wie wieder? Ja. Ja, nur ein kleines Stück habe ich jetzt schieben müssen. Ja, viel Spaß noch. Ciao. So, Tini, komm zu mir. Tini, langsam! Nein, falsch! Ui.
Hoppala. So, vorsichtig sein, Tini, vorsichtig. Ja, da kann man runterfallen, vorsichtig. Da kommt man dann nicht mehr zum Stehen. Ja, ist ja richtig was los hier. Noch ein Hund. Oh, Vorsicht. Grüß euch. Ja. 40 Kilometer hin und zurück. Wie viel? 40. 40. Also eine Strecke 20. Ja. Und 2000 Höhenmeter. Ah ja, gut, das ist dann natürlich für Wandertour Man dann schon, extrem. Ja. Ja, Tini, muss. Ja, von daher. Tini, mit dem Bike ist man ja doch schneller. Ja, vor allem runter. Du tust das raufschieben und runterschieben. Ja, ich mache das jetzt schon seit, glaube ich, über 30 Jahren. Mit dem Rad? Ja, da wird schon eine ganz eine gute Fahrtechnik. Ja, das glaube ich, wenn man das so lange macht. Hm. Wenn man es regelmäßig macht, hat man erstens einmal die Kondition und zweitens einmal die Technik auch. Ja, genau. Das kommt alles mit der Zeit. Nur eine schöne Kombination eben aus. Ja. Technik, Kondition, Natur. Sehr viel Gleichgewicht. Ja. Und seit einem Jahr mache ich jetzt noch Fahrradtrial. Also, wo man vor allem alles am Hinterrad hüpfend, also Felsen rauf und so. Wobei, da bin ich eher noch Anfänger. Wenn man das Rad bis zu einem gewissen Grad beherrscht, dann möchte man weitergehen. Ja, genau. Mit Mountainbike höchstens auf schönen Forststraßen. Und muss dazu sagen, ich komme auch kaum dazu. Na, die Forststraßen versuche ich immer zu meiden. Ja. Weil wenn man grüne Männchen trifft, dann dort. Die gehen ja keine 10 Meter zu Fuß, die sind immer nur im Geländewagen unterwegs. Aha. Die ringen sich dann gerne auf.
Die Tini hat gestern am Abend die doppelte Fressensration bekommen. Heute in der Früh auch. Eine Spitzensportlerin. Aha. Wartet so schön, bis sie was kriegt. Ja, ja. So, grüß euch. Kommt Tini, hier lang. Ah, geh, schon wieder Schnee. Die 5-10 sind super rutschig am Schnee. So, da soll es dann wieder gehen. Rausholen, bevor er schmilzt. Also letzten Winter hat die Bremse nicht so geheult. Ui, ein Graben. So, jetzt ist endlich wieder trocken die Bremse. Grüß euch. So, dann müssen wir jetzt bald links abbiegen. Ah ja, da ist das Graf Meranhaus. Ui.
Okay, und irgendwo müssen wir da nach rechts rüber. Mal schauen. Seilbahn gerade in Betrieb. Die nicht da bleiben, nicht neugierig sein. Ganz schön fest, sink ich gar nicht ein. Voilà. So, da bin ich schon wieder am Wanderweg. Wieder ist verblockt. Ja. Also dieser E-Mountainbike-Modus, der geht echt perfekt. Wenn es so technisch wird, man hat genau dann die Kraft, wenn man sie braucht. Wenn man sie nicht mehr braucht, schiebt einen nicht mehr drüber, reagiert super schnell. Man kann wunderschön dosiert über die Sachen drüber fahren. Also ein großer Vorteil dieser E-Mountainbike-Modus, kann ich jedem nur das Update empfehlen. Außerdem bessert das Update einen unglaublich mühsamen Fehler aus, den man ständig merkt, wenn man ein bisschen mit Trail-Technik unterwegs ist. Also da reicht schon Hinterrad umsetzen, dass der Motor dann bis zu 2 Kurbelumdrehungen braucht, bis er wieder einschaltet. Was im schweren Gelände natürlich meistens ein Absteigen bedeutet. Vor allem kommt es völlig zufällig, mal nicht. Mal ist es eine Achtelkurbelumdrehung und ja, bis zu 2 Kurbelumdrehungen. In dem Motor ist nämlich ein Beschleunigungssensor eingebaut. Und wenn die Bewegungsrichtung nicht mehr oder die Beschleunigung nicht mehr der Bewegungsrichtung folgt, der eigentlichen Bewegung, dann glaubt die Software, der Sensor ist falsch kalibriert und führt eine Kalibration durch. Und währenddessen ist er so beschäftigt, dass er den Motor nicht einschaltet. Ja, in Wirklichkeit ist der Sensor nicht verstellt, sondern man hat sich halt einfach quer bewegt durch Umsetzen oder was auch immer, oder Sliden.
herrlich alpine Landschaft hier. Und schon ein Hauch von Winter. So, weiter geht's. Servus. Mit vereinten Kräften. Puh. Motor 100% und ich auch. Auf der Seite ist die Sicht besser. Reißt der Nebel ein bisschen auf. Ja, normalerweise hat man hier eine grandiose Aussicht. Schöne Gegend. Seltsam, letzten Winter oder auch sonst bei Regen haben die Bremsen nicht so gequietscht, sondern nur die vordere. Ein schönes K da links. Sicher auch Höhlen drunter. Die hat so eine gute Wasserkühlung, die ist praktisch kalt, die Bremse. Die hintere auch eiskalt. Obwohl ich da recht steil runterfahre.
Jawohl. Auf einen Millimeter genau erwischt mein Hinterrad. So, langsam, Tini. Ich bin halt nicht so schnell wie du. Tini, langsam. Laut GPS bin ich da so weit links. Ja, fahren wir halt ein bisschen nach rechts rüber. Wenn wir schon wieder auf den Weg kommen. Boing. Also jetzt beim zweiten Akku habe ich jetzt schon seit längerem 3 Striche angezeigt. Ich denke, da werde ich diesmal deutlich mehr Strom verbraucht haben das letzte Mal. Aber ich hoffe, das geht sich aus. Es gibt zwar noch einige Gegenanstiege, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Höhenmeter, glaube ich. Mal so richtig ins Nichts. Also da ist jetzt die Sicht wieder schlechter. So, wo ist der Weg? Ich bleib da oben, weil da weiter rechts schaut es weniger gut fahrbar aus. Schau, lauter Dolinen und sicher Höhlen drunter. Früher war ich ja beim Höhlenforschen immer wieder dabei. Haben wir da große Systeme erkundet und vermessen. Gibt's ja nicht, wo ist der Weg? Okay, da ist die nächste große Doline. Scheiße, also irgendwie bin ich da jetzt völlig vom Weg ab. Ich darüber. Ah,
Ah, da ist der Weg schon. Oder? Zumindest schaut das so aus wie ein Weg. Na, doch keiner. Oh ja, haha. Markierung gefunden. Super, wir sind gerettet, Tini. Auch eine Doline. Da ist der Weg. Na schau. Haha. Sind wir gut bei den ganzen Dolinen vorbei. Geradelt. Super. Da hat das Radl schon was zu tun, die Dämpfung und so. So, da haben die Kühe wieder die Wiese gemartert. Bring. Das ist rumpelig. So, wo ist der Weg schon wieder? Da hinten. Das ist nicht. Okay, das letzte Mal bin ich woanders gefahren. Aber ja, schauen wir uns halt einmal an. Super, schon wieder Schnee in den Schuhen. Schaut nicht so leicht aus da vorne. Puh. Hätte ich doch den anderen Weg nehmen sollen. Naja, da geht's jetzt nicht. Ja, die Abzweigung ist mir beim Rauffahren schon aufgefallen. Pedal hängen geblieben. Wow. Ah.
Nun kann ich gleich hier oben bleiben. Verkarstet hier alles. Zum Radlfahren nicht so gut, wenn man überall hängen bleibt. Aber schöne Landschaft. Die Quicke ätzt. Einen nicht sehr leichten Weg gewählt. Immer wieder sehr verblockt. Und hier die Rindsviecher schon wieder. Boah. Ja, Wahnsinn. Boah. Irre, die haben das hier bearbeitet. Geht's, wenn sie nicht gegangen sind. Aber super Gleichgewichtstraining. So, hier unten müsste ich dann auch wieder auf einen Weg stoßen. Anstrengend. Genau, das ist der Weg. Perfekt. Hurra, geschafft. Super Tini. Schnelle. Herrlich, diese Ruhe. Tini, ist das schön? Schon wieder steil bergauf. Gibt es doch einige Gegenanstiege.
So, jetzt sind wir schon wieder da, wo es gebrannt hat. Runter sind so Sachen viel eher fahrbar als hinauf. Ui. Selbst bergab anstrengend. Ein paar Millimeter das Vorderrad falsch platziert, fangt einen das. Yeah. Puh, das war jetzt dynamisch. Geil, wenn das Hinterrad quer rutscht, aber man es trotzdem noch irgendwie schafft, vorbeizukommen. Schönes Gefühl. Geschafft. Aber es kommen auch ein paar knifflige Stücke. Verblockten. Doch links. Ramps.
Naja, runter bin ich das gefahren oder rauf. Praktisch unmöglich. Mal leider mit dem Motor voll hängen. Der Nieselregen hat aufgehört. Jawohl! Ai. Geschafft! Da ich wieder vor, das ist der Stein, den ich vorher gelöst habe, und versuche raufzufahren. Also in die Richtung macht der Weg richtig Spaß. Motor und bergab hat man dann genug Möglichkeit, um über die Hindernisse zu kommen. So, dafür geht es hier jetzt bergauf. Es war ja in der anderen Richtung ganz witzig zu fahren. Jetzt bin ich da gleich oben gefahren. So, endlich ein bisschen flowig. Yep. Okay. Mal sagen, das Flowige ist wieder vorbei. Ja. Ja. Wahnsinn. Schon weniger fahren, sondern mehr zaubern. Hm.
Nur 3 Punkte habe ich noch. Ah, es wird sich sicher ausgehen. So, die letzten Meter der Alm. Und fahre ich dann das Wegerl rein, dass ich nicht raufgefahren bin, weil rauf zu schwierig ist. Mal schauen, wie es runter gelingt. Oder ganz knapp rechts ist eine Felswand, wo es senkrecht runter geht. Merkt man aber gar nicht, wenn man da fährt. Boah, ist das rutschig. Wahnsinn. Eieiei. So, Forststraße. Kann ich mich abkühlen. Ah. Jetzt waren wir schon ganz schön heiß. Aber ich glaube, hier mit dem kurzen Leiberl wäre mir zu kalt. Oh. Na, Kiri. Tini, Wasser? Nö, kein Durst. Und da vorne, das ist die Schneealpe. Kann man auch gut Radfahren und Snowkiten. Ah, der Wind. Also Willy Coasting ist das Lustigste, das heißt ohne zu treten am Hinterrad runterrollen. Eieiei, eine enge Kurve. Nein, ein grünes Auto, hoffentlich keiner, der Probleme macht. Seitenwind ist beim Wheelie-Fahren echt scheiße. Bin ich auch raufgefahren, um diese ordentlichen Blöcke hier, die Steine. So, wollte ich aber an sich woanders runterfahren. Ah, da links. Na gut. Sehr schön. Schönes Wegerl. Hehe.
Ah ja, das ist die gemeine Stelle. Oder? Na, die kann man fahren. Ja, die geht. Nicht die gemeine Stelle. Ah, jetzt kommt die gemeine Stelle, glaube ich. Na, auch noch nicht. Genau das, das schaut gar nicht so arg aus, aber macht man dann unten einen Purzelbaum. So, zwei Stricheln haben wir noch auf dem Akku. Ich glaube, das wird heute knapp. Vielleicht auch wegen den niedrigen Temperaturen. Das letzte Mal war ich da im Hochsommer. Ah, werden die Schuhe wieder gebürstet. Ja! Ah ja, sind diese Hindernisse hintereinander. Yep. Ja, durch mein vieles Wheelie-Fahren habe ich mein Gleichgewicht jetzt so gut trainiert, dass ich mir so auf schwierigen Wegen deutlich leichter tue. Seit einem Jahr übe ich auch Trail, also Trial, ein Street-Trial-Rad vor einem Jahr gekauft. Und jetzt habe ich auch noch ein reines Trailrad bestellt. Noch ein bisschen Wind. Spürt man gleich.
Bremsen funktionieren irgendwie schlecht heute. Vorne die Schießbude. Hoffentlich ist keine Schießbudenfigur drin. Anstrengend. Jetzt sind wir schon wieder bei der Quelle, wo alles so gatschig ist. Oh, das ist viel Moos. Überhaupt umfahren hier. Gatsch. Aha. Perfekt. Ein Blindflug ist das hier. Aha. Yeah. So ein schönes Schwammerl, das schmeckt sicher super. Aber ich habe überhaupt keinen Hunger, deshalb lasse ich es da. So schön hier, ein Traum. Ah.
Smiley. Allah. Da müsste man mal Rasen nähen. So, da geht es wieder ordentlich bergauf. Zwei Punkte habe ich noch am Akku. Zum Rauffahren gar nicht leicht, weil es so steil war. Aber ist. Aha. Okay. Ganz schön holprig hier. Martini ist ganz schön flott. Na komm, lauf nur. Na lauf nur, Schatzi, lauf nur. Aber nicht so schnell. So, kommt hin, da geht's lang. Ah, noch ein Knollenblätterpilz. Ein Geheimweg.
Hey, da wird's finster. Schöne herbstliche Farben hier. Ui, das geht da steil bergauf. Wieder mal. So, da geht es schon wieder sehr steil bergauf. Ich habe nur noch einen Punkt von 5. Das wird heute knapp. Ich glaube, da kommen dann immer viele Anstiege. Ich glaube, es geht dann nur noch bergab, also es sollte sich ausgehen. Und am zweiten Akku habe ich auch noch einen Punkt. Der halt auch schon teilweise verwendet ist. Insgesamt habe ich jetzt vielleicht noch 1,5 Punkte. So, die Wetterprognose hat nicht sehr gestimmt. Jetzt scheint die Sonne hinten zur Schneealpe. An sich war angesagt am Vormittag Sonne, zum Nachmittag hin bewölkt und dann am späten Nachmittag oder Abend Regen. Tatsächlich war es am Vormittag völlig zugezogen, oben sogar Nieselregen. Ja, und jetzt lockert es auf, man sieht den blauen Himmel durchschimmern. Wunderbar. So, schönes Wetter zum Schluss. Dann fahren wir nicht runter, sondern hier. Unten sind Waldarbeiter, die waren vorher noch nicht da. Also schon sehr steil hier zum Rauffahren. Muss man selbst beim Runterfahren schon mit dem Hintern weit zurück, dass man keinen Überschlag baut. Und dann noch die Brocken drinnen und die Hölzer. Wieder den steilen Weg oder Straße, wo sich das Wasser hinein gefräst hat. So, irgendwo geht dann nach links der Wanderweg rein. Habe ich das letzte Mal nicht gesehen und habe dann wahnsinnig lang gesucht. Vorne ist noch eine Markierung. Vielleicht hier? Ja, hier.
hatte ich das letzte Mal einfach nur als Markierung interpretiert, da auf der Straße geht es weiter, aber nicht als Abzweigung. Also eine schwere Maschine macht da den Boden schon ganz schön kaputt. Wahrscheinlich einmal rauffahren mit so einem Bagger hat den gleichen Effekt, als wenn da 1000 Mountainbiker fahren würden. Yeah, wir bekommen noch ein bisschen Sonne ab. Unglaublich. Ja, und weil ja die Sonne hätte scheinen sollen, hätte es an sich recht warm sein sollen unten. Dafür war es in der Früh saukalt. Die Bremsen funktionieren so schlecht, wenn es wirklich steil ist, dann schmerzt mir der Bremsfinger. Ich glaube, ich sollte mir eine Hope-Bremse kaufen. Am Trials-Rad habe ich eine spezielle Trial-Bremse. Die ist unglaublich, wie die beißt. Hörst du das auch? Also die Tour ist ordentlich anstrengend. Selbst mit Motorunterstützung ist sie fordernd, weil nämlich sehr viele technisch anspruchsvolle Wege sind, wo der Puls irreweit oben ist, wo man sich sehr konzentrieren muss. Ja, wahrscheinlich so um die 40 Kilometer nur Singletrails. Einiges flowig, aber auch einiges sehr verblockt und schwierig zum Fahren. Da unten sind wir dann schon beim Auto.